Wie du aus Snap-Pap, Leder oder Filz ganz einfach eine Schutzhülle für deinen Impfpass nähen kannst, zeige ich dir in diesem Video. Das Schnittmuster gibt es kostenlos unter www.schismal.de. Es sind zwei Schnittmustergrößen enthalten für den kleinen oder großen deutschen Impfpass. Falte dein Material rechts auf rechts. Die entstandene Faltkante ist die Stoffbruchkante. An dieser legst du das Schnittmuster an und zeichnest es auf. Das Ausschneiden des Schnittmusters klappt am einfachsten mit einem Patchwork-Lineal und einem Rollschneider, geht aber natürlich genauso gut auch mit der Stoffschere. Den Zuschnitt wenden und an den beiden langen Kanten zusammennähen. Am Anfang und Ende mehrfach vor- und zurücknähen, so entsteht eine besonders sichere Naht. Jetzt nur noch die Nahtzugabe auf 3 mm zurückschneiden und dabei die spitzen Ecken abrunden. Fertig ist deine Impfpasshülle. Für meine Hülle habe ich gemusterte Snap-Pap von Snaply verwendet. Als großer Biene-Brändle-Fan musste ich natürlich das Muster unbedingt noch farbig anmalen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Das Video dürft ihr natürlich sehr gerne auch teilen.